Herzlich willkommen bei Französisch für Profis. Hier erkunden wir für euch und mit euch auf der Grundlage von authentischen Sprachdaten, wie Französisch tatsächlich funktioniert. Grammatik, Wortschatz, Aussprache. Auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand, aber einfach erklärt. Gerne auch zu euren Fragen und mit eurem Feedback. Sie hatten bei der Behandlung von P und B gelernt, dass sie im Französischen mit größerer artikulatorischer Spannung gesprochen werden als im Deutschen. Während im Deutschen P und B mit relativ locker aufeinandergelegten Lippen gebildet werden, presst der Franzose bei der Artikulation von P und B die vorderen Lippenränder ganz fest aufeinander. Der gleiche Unterschied gilt auch für die Artikulation des Deutschen bzw. des französischen M. Sprechen Sie bitte gleich die französische Wortreihe I, Bi, Mi nach und pressen Sie dabei die vorderen Lippen fest aufeinander. I, Bi, Mi. I, Bi, Mi. Bi, mi. Auch T und D werden im Französischen weiter vorn artikuliert als im Deutschen. Im Französischen wird für die Artikulation von T und D die Zungenspitze so weit nach vorn gestreckt, dass sie die oberen Schneidezähne berührt. Mit der gleichen Zungenstellung wie T und D werden auch N und L gesprochen. Sprechen Sie bitte gleich die französische Wortreihe du, du, nu, lu nach und achten Sie dabei darauf, dass Ihre Zungenspitze die oberen Schneidezähne berührt. Du, du, nu, lu. Du, du, nu, lu. Im Auslaut unterscheiden sich die deutsche und französische Aussprache von L, N und M nicht nur durch die größere artikulatorische Spannung, die sich in einem weiter nach vorn verlegten Artikulationsort äußert, sondern auch durch die Aussprache mit Détente. Sie haben die Détente schon bei der Aussprache von finalem BTK und BDG geübt. Nicht nur diese, sondern alle französischen Konsonanten werden im Auslaut mit Détente gesprochen. Das heißt, die Artikulation eines finalen Konsonanten ist im Französischen erst dann beendet, wenn die Artikulatoren wieder in eine neutrale Nichtsprechhaltung zurückgeführt sind. Sprechen Sie bitte gleich das französische Wortpaar frippe, frime nach. Frippe von frippe, zerknautschen, frime, windige Angelegenheit. Denken Sie daran, die Lippen sofort nach der Verschlussbildung wieder zu öffnen und eine neutrale Nicht-Sprechhaltung einzunehmen. Sprechen Sie bitte nach. Frippe, frime. Sprechen Sie jetzt auf die gleiche Weise das französische Wort bei l'arabe, l'arame nach. L'arabe, l'arame. Sprechen Sie bitte gleich die französische Wortreihe mit, min, mille nach. Und achten Sie erstens darauf, dass die Zungenspitze die Schneidezähne berührt und zweitens auf die korrekte Artikulation der Détente. Mit, mit, min, mille. Mit, min, mille. Sprechen Sie jetzt auf die gleiche Weise die französische Wortreihe vide, vin, ville nach. Vide, vin, ville. Der bei der Détente zu hörende Übergangslaut, der bei der Rückführung der Artikulatoren in die neutrale Nichtsprechhaltung entsteht, ist akustisch dem deutschen Schwa-Laut Ö sehr ähnlich. Beim Nachsprechen der gleich folgenden deutsch-französischen Wortpaare sollen Sie üben, zwischen dem deutschen Ö, dem Schwa-Laut, und dem französischen Übergangslaut zu unterscheiden.
Sprechen Sie bitte nach und beachten Sie dabei, dass I und Ü in den deutschen Wörtern lang sind, in den französischen jedoch kurz. Mille, mille. Viele, viele. Diele, Diele. Mühle, Mühle. Kuhle, Kulle. Buhle, Bulle. Welle, Welle. Belle, Belle. Pelle, Pelle. Kelle, Kelle. Molle, Molle. Volle, Volle. Wolle, Wolle. Pole, Pole. Dole, Dole. Schale, Schale. Male, Male. Walle, Walle. Mine, Mine. Schiene, Schiene. Diene, Diene. Düne, Düne. Renne, Renne. Penne, Penne. Tenne, Tenne. Trenne, Trenne. Tonne, Tonne. Nonne, Nonne. Bohne, Bohne. Lohne, Lohne. Fahne, Fahne. Mahne, Mahne. Wanne, Wanne. Panne, Panne. Tanne, Tanne. Kanne, Kanne. Banne, Banne. Mime, Mime. Memme, Memme. Flemme, Flemme. Komme, Komme. Dumme, Dumme. Lame, Lame. Ramme, Ramme. Flamme, Flamme. Im nun folgenden Teil der Nachsprechübung sollen Sie die deutsche Aussprache von finalem L, N und M ohne Détente von der französischen mit Détente unterscheiden lernen. Denken Sie beim Nachsprechen bitte daran, dass die Konsonanten L, N und M im Französischen weiter vorn gesprochen werden als im Deutschen. Sprechen Sie bitte nach. Viel, viel. Boule, boule. Pelle, pelle. Tell, tell. Belle, belle. Grell, grell. Moll, moll. Voll, voll. Pol, pol. Mal, mal. Schal, schal. Wall, wall. Schien, schien. Dien, dien. Kühn, kühn. Wenn, wenn. Renn, renn. Penn, penn. Penn. Trenn, trenn. Bonn, bonn. Lohn, lohn. Fon, fon. Thron, thron. Man, man. Lan, lan. Kran, kran. Mann, man. Wann, wann. Kann, kann. Bann, bann. Dann, dann. Prim, prim. Flemm, flemm. Komm, komm. Dom, dom. Lam, lam. Lamm, lamm. Ram, ram. Kam, kam.
Tram, Tram, Klamm, Klemm, Gramm, Gramm, Damm, Damm. Bei der Behandlung von finalem BDG war Ihnen bewusst geworden, dass es Auslauten im Deutschen keine Opposition zwischen stimmlosen und stimmhaften Konsonanten gibt. Wohl aber im Französischen, wie die folgenden Wortpaare zeigen. Vif, vive, res, rase, cache, cage. Wie L und M, so werden auch J, W, Z mit Détente gesprochen. Wie bei BDG fällt hier jedoch die Détente zusammen mit der für Deutsche ungewohnten Stimmhaftigkeit im Auslaut. Beim Nachsprechen der folgenden deutsch-französischen Wortpaare sollen Sie üben, die deutsche Aussprache von stimmhaften Frikativen plus ö, Schwallaut, von der französischen Aussprache mit Détente zu unterscheiden. Sprechen Sie bitte nach. Loge, loge. Rage, rage. Gage, gage. Page, page. Brave, brave. Slave, slave. Wiese, wiese. Miese, miese. Liese, liese. Friese, Friese, diese, diese, Brise, Brise, Krise, 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 Fräse, Fräse, Rose, Rose, Dose, Döse, Pose, Pose, Kose, Kurs, Phase, Phase, Vase, Vase, Rase, Rase, Phrase, Phrase, Base, Base, Gase, Gase, Blase, Blase,